bin heute in Hamburg verabredet mit Bernhard Wissing. Bernhard ist einer der Betreiber des Café Gnosa, dem ältesten schwulen Café in der langen Reihe. Bioläden, Straßencafés, reger Trubel. So zeigt sich die lange Reihe Hamburgs Schwule Meile heute. Mittendrin als rettender Hafen für queere Flaneure und Nachtschwärmer ist das Café Gnosa. Seit 1987 ist das Traditionshaus in schwuler Hand. Wie kaum ein anderer Laden spiegelt das Gnosa die Entwicklung schwul-lesbischer Lebenskultur im Stadtteil St. Georg wider. Vor 22 Jahren etwa, als das Gnosa aufgemacht wurde, gab es da schon eine richtige Szene? Es gab natürlich eine schwule Szene, aber eine schwule Szene, die Stricherbars umfasste, die eher ein bisschen verdeckt war. Aber die lange Reihe war ganz anders, viel düsterer. Es gab keine Stühle auf der Straße. Ja, es gab eigentlich keine sichtbaren Cafés in dem Sinne. Hattet ihr es schwer damals so zum Anfang? Also ich glaube, dass Frau Gnosa, von der wir den Laden übernommen haben, die hatten das ja seit 1939 gemacht, sie, ihr Mann und ihre Tochter. Und die waren sehr offen. Also ich glaube, man konnte in den 50ern durchaus Damen nachmittags zum Kaffee treffen, die alleine Kaffee trinken gingen und ansprechbar waren. Und Ella mochte uns, glaube ich. Das war nicht so problematisch. Hat sich denn das Publikum im Laufe der Jahre sehr gewandelt bei euch im Gnosa? Wir waren am Anfang schon auch mehr Bar und auch wilder einfach. Und dann fällt mir wirklich ganz schnell AIDS und HIV ein und viele Gäste, die krank geworden sind. Und das waren schwierige Jahre. Und in eine Bar kommt man ja auch immer oder in einen Café, um sich zu unterhalten. Man kriegt ja dann doch die Themen ja, mit. Ja, das war schon. Und man geht, wenn man Familienbesuch kriegt, weil man irgendwie vielleicht nicht mehr lange lebt, nicht mit der Mutter ins Toms. Dann geht man Kaffee trinken. Und somit ist das eben auch ein Ort, den viele Leute, viele unserer Stammgäste, viel besucht haben, als sie noch die Kraft hatten, sich öffentlich zu bewegen. Und das hat sicher auch manche vielleicht gestört, aber es war schön, so ein Stück auch zu Hause zu sein, dann so für den Teil unserer Gäste. Seid ihr so ein bisschen spießig auch geworden im Laufe der Jahre oder nur ruhiger? Nein, ich empfinde uns überhaupt nicht als spießig. Die Welt hat sich verändert. Es kommt die Familie, es kommen die Schwestern, es kommt die Arbeitskollegin, weil sie weiß, der Typ mir gegenüber, der Schwule, sagt immer, da gibt es so guten Kuchen. Und das macht so ein, ja, ich weiß auch nicht, eine sehr gelassene und sehr gemischte und eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich empfinde viele unserer heterosexuellen Gäste auch als schwul.